schön, dass du da bist. Ich freue mich wieder sehr, dich zu sehen. Und in diesem Video geht's ab über die Wolken mit Reinhard May. Ganz viele von euch haben sich diesen Klassiker gewünscht und haben mir gesagt, Georg, schau mal drauf, dass du mir das Picking genau erklärst. Ja? Und wenn du auch solche Fragen hast, ab ins Kommentarfeld damit. Ja? Ich freue mich darüber, mit dir diesen Song heute richtig genau zu studieren. Viel Spaß dabei. Über den Wolken ist von den Akkorden her ein super leichter Song, weshalb sich schon viele Anfänger an den Klassiker ranwagen. Aber erst wenn man das originale Fingerpicking spielt, dann gewinnt der Song richtig an Auftrieb und man hat richtig Freude beim Spielen. Also es macht halt wirklich Spaß, da die Finger über die Saiten fliegen zu lassen sozusagen, wie über den Wolken halt. Ne? Und auch die magischen Gitarrenläufe mit reinspielen. Macht Laune. Und unter anderem geht es heute darum, wie wir den Rhythmus spielen genau und wie wir auch die Melodie in die Akkorde mit reinflechten. Viel Spaß. Kurz zur Akkordstruktur. Wir haben es zu tun mit einem eintaktigen A-Moll, anschließend ein Takt D-Dur und dann geht es zwei Takte auf den G-Dur. Und diese Akkordfolge wird genau viermal wiederholt in der Strophe und dann geht es zum Chorus, den schauen wir uns dann aber separat an. Und jetzt zum spannenden Teil, zum Fingerpicking auf der rechten Hand. Wir haben es hier zu tun mit einem Picking-Muster, in dem ein Wechselbass vorhanden ist, also das ist die Grundlage. Der läuft immer durch und oben drüber befindet sich jetzt die Melodie, die wir spielen, gleichzeitig zu dem bestehenden Wechselbass unten drunter. Und die Besonderheit in diesem Picking-Muster ist, dass die 16-Noten, alle 16-Noten, die gespielt werden, in einem Triolen-Feeling gespielt werden. Und das macht diesen frischen Groove aus. Also das wird nicht gleichmäßig gespielt, sondern im Triolen-Feeling und bezieht sich, ich sage es nochmal, nur auf die 16-Noten. Das steht auch hier in den Tabs nochmal drin. Das wissen viele nicht und kommen dann eben nicht in diesen Groove rein. Ich mache ihn dir jetzt mal ganz, ganz langsam vor, nur einmal als Demo und dann gehen wir es nochmal einzeln Schritt für Schritt auf jeder Zählzeit nochmal einzeln durch. Langsam gespielt. Ja. Jetzt mal ganz langsam gesagt, auf der ersten Zählzeit, der erste Schlag ist der Daumen und der Mittelfinger gleichzeitig. Und dann kommt der Daumen und zupft die D-Saite an. Und dann geht es mit dem Daumen zurück auf die A-Seite. Ja, und hier haben wir schon den ersten 16-Notenschlag, der dann eben so ternär gespielt wird. Ja. Gleichzeitig Daumen einzeln, Daumen wieder einzeln. Und jetzt die B-Seite mit dem Mittelfinger und mit dem Daumen die D-Seite zurück. Ich wiederhole diesen Teil nochmal, den ersten Taktteil. Und wenn du das kannst, üb das erstmal in der Schleife. Ja, mal zusammen, ganz langsam. Eins und zwei und drei und vier und. Ja, nur diesen ersten Taktteil in der Schleife. Also nur den Daumen und den Mittelfinger. Eins und zwei T und eins und zwei T und. Wenn du den ersten Baustein richtig perfekt kannst, dann schauen wir uns als nächstes die Melodie mit an, die jetzt in das Fingerpicking mit eingeflochten wird. Wir fangen an mit dem Daumen wieder und mit dem Mittelfinger, nehmen allerdings die leere B-Seite als Startton und hämmern dann mit dem ersten Finger hier auf die C-Note obendrauf. Das war die zweite Takthälfte als Demo. Und jetzt nochmal ganz, ganz langsam zusammen. Daumen zupft die A-Seite, Mittelfinger die B-Seite. Und vom A-Moll nehmen wir den ersten Finger erstmal runter und spielen nur die leere B-Seite an und hämmern im Anschluss mit dem Zeigefinger drauf. Du merkst, es ist schwierig, gerade wenn man langsam spielt, den Ton dann auch wirklich in die Schwingung zu bringen. Und da ist eine saubere Technik sehr wichtig. Ja, und das erfordert ein bisschen Übung, dass du da mit dem Zeigefinger genug Schwung nimmst.
Und da braucht es einfach ein bisschen Routine, bis das wirklich gut funktioniert. Ja, der zweite Teil. Nach dem Hammer-On geht es hier langsam weiter mit dem Daumen auf der D-Seite als Basston. Und hier kommt der Ringfinger ins Spiel, zupft die hohe E-Seite an. Im Anschluss kommt der Daumen mit der A-Seite. Und dann der Zeigefinger für die G-Seite und der Daumen spielt die D-Seite an. Also ganz langsam gespielt ist auch hier wieder der Wechselbass in ganz gleichmäßiger Form am Start. Und jetzt mit der Melodie. Ja, und weil wir hier sehr viele 16-Noten haben, überwiegend im zweiten Taktteil, wird das Ganze sehr ternär gespielt, also in diesem Triolen-Feeling. Das Triolen-Feeling ist hier sehr wichtig im zweiten Teil. Und es ist natürlich auch schwieriger, wir sind jetzt hier mit drei Fingern unterwegs in der Melodie und haben hier auf der linken Hand diesen Melodieton, die Note C mit drin, das Hammer-On. So weit, so gut. Das war der erste Teil zum A-Moll. Und die nächsten Akkorde werden dir sehr, sehr viel leichter fallen, wenn du erstmal auf A-Moll das geübt hast. Und damit es gut läuft für dich, trainieren wir einfach zusammen mal den A-Moll-Akkord mit diesem Fingerpicking in der Schleife zusammen. 3 und 4, T und. Der nächste Akkord wird dir sehr viel leichter fallen, weil du jetzt deiner rechten Hand schon beigebracht hast, wie das Fingerpicking funktioniert. Auf dem D-Dur spielen wir das gleiche Picking, nur eine Seite tiefer. Das heißt, wir starten hier mit der D-Seite und spielen einfach die gleiche Melodie und das gleiche Fingerpicking-Muster einfach eine Seite tiefer. Ja? Ich mache es dir einmal langsam vor. Ein zweites Mal. Wir haben es auch hier wieder mit einem Hammer-On zu tun in der zweiten Takthälfte, dieses Mal auf der E-Seite mit der Note Fis. Ja? Am Anfang einfach unser Wechselbass und jetzt die Melodie mit rein. Ja? Und das ist dann der zweite Teil vom Takt. Beim G-Dur spielen wir das Fingerpicking verteilter auf die tieferen Seiten. Wir haben hier die tiefe E-Seite mit dem Daumen gespielt. Und unser Wechselbass läuft jetzt über die E- und über die D-Seite. Das ist also die rhythmische Basis. Und hier in der zweiten Hälfte ist wieder unsere Melodie im Spiel. Das war das Grundgerüst und jetzt spielen wir es mal im großen Zusammenhang für die Strophe einmal komplett durch. Insgesamt 4-mal. Klingt schon ganz schön und wer sich da ein bisschen reinfuchst in das ganze Fingerpicking, der kann es nachher dann auch automatisch schneller spielen. Das Geheimnis hier ist, dass man die rechte Hand erstmal in so eine Routine reinbringt. Dann macht die das irgendwann von alleine und kann man sich nebenbei unterhalten. Ja.
muss es ein bisschen schneller spielen, damit auch der Groove richtig zum Tragen kommt, damit es Spaß macht. Aber wie gesagt, erstmal langsam üben und dann wirklich nach, ja, sagen wir mal, eine oder zwei Wochen wirst du es gut können und dann läuft das Ganze, dann läuft der Hase in die richtige Richtung. Okay, der Chorus wird gespielt mit A-Moll, D-Dur, G-Dur zwei Takte lang, also sehr die gleiche Akkordfolge. Allerdings nur zweimal und dann geht es auf den C, G, D und wieder zurück zum G. Das mache ich einmal komplett mit Picking vor, dass du den gesamten Zusammenhang hast und dann hast du den Song wirklich komplett in der Tasche. A-Moll, D-Dur, G-Dur und den zwei Takte lang. A-Moll, D-Dur und jetzt nur einen Takt G und den C, G, D-Dur und G zum Schluss. Das war's von mir. Ich wünsche dir super viel Spaß beim Üben und wir sehen uns in der nächsten Lektion gerne auch auf gitarreninstitut.com. Da gibt's noch einiges mehr zu lernen. Viel Spaß. Bis dahin, dein Georg. Tschüss.